Ich bin ausgewichen! Ach, Leute! Kann es. Jetzt darf ich schon wieder von vorne anfangen. Nee, Leute, nee. Ich mache einen neuen Part dafür. Es ist unglaublich, es ist unglaublich. Bis zum nächsten Mal. Nee. Ciao. Eine neue Draftshot. Eine Frequenz jetzt scheinbar noch. Nee. Ey, komm. Also das war jetzt unfair. Fair. Ich hab so viel Leben gerade, ne? Ja. Oh Gott. Ach, und jetzt starte ich mit noch weniger Leben. Und ich bin tot. Super! Das Level kann ich ja mal am Arsch machen. Yeah! What the fuck? What the fuck? No! I was over the line. I was just behind the fucking line. Don't tell me shit. This was my win. Ich probier jetzt mal was. Nämlich, ich warte auf das Vieh. Wenn es kommt, dann mache ich auch noch die ganze Zeit den Dash in eine Richtung. Und zwar geradeaus. Oder dahin. Natürlich funktioniert es nicht! Wieso? Ich weiche mit dem scheiß Dash dem Fix 4 aus, aber es funktioniert nicht. Ja, also, da habe ich echt jetzt sowas von keinen Bock drauf. Ich hab jetzt eine Idee, ich muss jetzt glaube ich warten, bis die Dinger jetzt hier lang kommen. In der Zeit muss ich das Portal schießen. Nee, komm! Mistteil! Oh, ich hab so keinen Bock darauf. Alter! Was soll ich denn dagegen tun? Nein, du sollst das Vieh hier nicht schnappen. Geh down. Do it! Tear out her heart while she still lives! I want to hear her scream! I am one of the chosen. I can grant your every wish. Can you restore the balance? Geht doch.
would be hunted. The White City for certain. The Council, and there would be others. You would wage this war alone? No. Not alone. Okay, Leute, das habe ich mal ganz kurz für euch gemacht, denn ich wollte mich mal bitte für euch bedanken. Ich hätte echt damals nie gedacht, dass ich auf 500 Leute kommen würde, die sich meinen fabrizierten Scheiß da anschauen. Aber, naja, Wunder gibt's, ne? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, Darksiders war eine tolle Erfahrung. Ihr habt ja im Video gesehen, wir haben Höhen und Tiefen durchgemacht. Und das Spiel war einfach super, ich hatte meinen Spaß, ihr hattet euren Spaß. Und ja, mit diesem Video wollte ich mich einfach mit allen Mitteln bei allen 500 von euch dafür bedanken, dass ihr treu geblieben seid, dass ihr kommentiert habt, dass ihr geratet habt. Auf jeden Fall wirklich ein großes Dankeschön für alle, die ihr mich unterstützt. Ob ihr jetzt mein Fallout 3 Let's Play gesehen habt oder mein Singularity Let's Play, meine Gameplay-Reihe, mein Darksiders Let's Play oder mittlerweile schon mein Clive Barker's Jericho Let's Play. Allesamt ein großes Dankeschön an euch. Ich weiß, es ist nichts Besonderes. Ich habe einfach nur ein bisschen was zusammengeschnitten, was ich mal erlebt hatte bei Darksiders. Ist jetzt nichts Großartiges gewesen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen euren Spaß. Ich habe es mal ein bisschen witziger gestaltet. Ja, und ich hoffe, ich werde in Zukunft euch bieten, was ihr haben wollt, nämlich gute Let's Plays, gute Unterhaltung und hoffe auch, dass es euch gefällt. Falls ihr irgendwas anzumerken habt, bitte schreibt es mir. Ich bin offen für jegliche Kritik und ja, das war es im Grunde genommen auch schon. Ich hoffe, ihr bleibt dabei, euch gefällt meine Art zu Let's Playen und ich muss ganz ehrlich sagen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich hatte damals angefangen mit Fallout 3 und dachte mir, meine Fresse, ne, du kriegst es nie hin, mehr als 50 Leute zu erreichen, die dir irgendwie mal folgen. Und dann bei 100 hatte ich schon so das Gefühl, ach du Scheiße, das sind schon eine Menge. Und dann ging es weiter und weiter und dann 250 und 300. Und dann hatte ich mir so gedacht, als ich ja die Pause gegen Winter hatte, dachte ich mir so, Scheiße, ne, das wird nichts mehr. Aber dann hatte ich mir im Januar wirklich die Zeit genommen, den Mumm zusammengenommen und hab weitergemacht, hab Darksiders fertiggestellt und ich war erstaunt, wie schnell meine Abonnentenanzahl gestiegen ist. Ihr habt mich abonniert, ihr habt meine Videos geliked, kommentiert, hat mir wirklich Ansporn gegeben, ich hab mich reingehängt wie sonst was, hab versucht euch zu bieten, was zu bieten war und ja, ich hoffe, es gefällt euch wirklich, was ich tue und wie gesagt, hinterlasst mir einen Kommentar, sagt, was ihr davon haltet. Und ja, das war's, weil ich bin echt erstaunt. 500 Abonnenten, das ist mehr, als ich jemals vorhatte zu erreichen. Jetzt bitte nicht unsubben. Das ist damit nicht gemeint. Nein, nur ein kleiner Scherz am Rande. Wie gesagt, ich bin echt erstaunt. Also 500 ist schon viel. Und jetzt zum Schluss möchte ich noch ein paar wirklich liebe Grüße an die Besten von euch abgeben. Auf Platz 1, wie er auch immer sein wird, ist mein guter Kumpel Riven. Riven, mach einfach weiter so. Du Let's Plays so, wie du willst. Du Let's Plays gut. Und mach einfach weiter, wie du es für richtig hältst. Es wird richtig sein. Und hau einfach auf die Kacke, okay, mein Freund? Hau einfach auf die Kacke. So, die nächsten Grüße gehen an meinen mittlerweile einer der besten überhaupt. Einen meiner besten Freunde, Profix. Profix, ganz im Ernst, ich liebe es tagtäglich mit dir zu spielen, egal ob es jetzt Minecraft ist oder Call of Duty oder was auch immer. Es macht immer Spaß, sich mit dir zu unterhalten. Ich hoffe, wir haben noch eine schöne Zeit in Zukunft und wir werden uns nicht in die Haare kriegen oder sonst was, denn wir hatten einfach zu viel Spaß bisher, um das wirklich alles zu zerstören. Also bleib einfach dabei und bleib wie du bist. Okay, mein Kumpel, gut. So. Dritter an der Reihe ist
mein guter Kumpel Hitomi Tenshi. Auf jeden Fall, ich weiß, du bist ein Anime-Freak, aber wir hatten schon eine Menge Spaß zusammen. Richtig, mein Guter? Auf jeden Fall, bleib dabei, mach so weiter. Wir hatten immer viel Spaß. Ich hoffe, wir werden in Zukunft auch noch das ein oder andere zusammen unternehmen. Von Borderlands damals, auch mit Team Fortress 2 und allen möglichen anderen Spielen. Wir hatten immer eine Menge Spaß und ich hoffe, das bleibt auch so. Von daher, auf Wiedersehen, falls du irgendwann mal von uns gehen würdest, was ich stark bezweifle, denn du bleibst an meiner Seite, mein Kumpel, okay? Gut. Und dann an vierter Stelle möchte ich einen ganz besonderen Gruß an einen Call of Duty Spieler geben, den ich noch nicht so lange kenne wie die meisten anderen, aber der mir schon ans Herz gewachsen ist. Phil, mein guter Black Ops Phil. Wirklich, ich wünsche dir alles Gute. Du machst Top-Videos, machst Top-Commentaries, spielst saugut, bist ein guter Spieler und bist auch ein netter Kerl, hast einen tollen Channel. Viele Leute, die dich abonniert haben, die dich mögen. Bleib einfach dabei, mach, was du am besten kannst, nämlich die Gegner absolut umrotzen. Und ja, Phil, meine lieben Grüße, viel Glück und Erfolg in Zukunft. So, und das waren meine Grüße, das war das Ende von diesem kleinen 500-Sub-Special. Bis dahin, Leute, auf Wiedersehen. Und ihr wisst ja, im nächsten Teil kommt es wieder mit einem Willkommen zurück zu Let's Play Clive Barker's Jericho. Willkommen zurück zu Let's Play Darksiders und so weiter. Okay, Leute, also dann, ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Nacht, einen schönen Mittag, was auch immer. Hoffentlich habt ihr das ja ein wenig genossen. Ein wenig mal was anderes als die ganze Let's Play-Scheiße, ne? Jo, und dann würde ich ganz einfach mal sagen, Seeker verabschiede ich. Haut rein, Leute.